Bei der Diakonie Hochfranken ist eben die Besonderheit, dass zuerst ein Vier-Augen-Gespräch stattfindet. Das findet hier bei mir statt in der Regel. Das ist in der Sophienstraße 18a in der Diakonie am Park. Und ja, man schaut halt, woher die Erkrankung kommt, ob es Einfluss aufs Arbeitsleben hat und was man dann eventuell eben dran ändern, was man verbessern kann, ob man irgendwelche Maßnahmen einleitet. Das Ganze ist freiwillig und das passiert also nur, das ganze BEM-Verfahren, nur wenn derjenige das auch möchte. Und manchmal kommt es auch nur zu einem telefonischen Kontakt, wenn sich jemand jetzt einen Arm gebrochen hat zum Beispiel und dann wieder einsatzfähig ist nach der Krankenzeit, nach der Arbeitsunfähigkeit, dann muss man auch nicht unbedingt betriebliches Eingliederungsmanagement dann machen.